Ein oder zwei Tage vorher saßen wir bei mir im Garten und haben ein Gartenhaus aufgebaut. Und wir haben auf der Wiese gesessen und so. Und es war dann wirklich, nächsten Tag liegt er im Krankenhaus mit Gehirnbluten und ist nie wieder in diesen Zustand zurückgekehrt. Ja, war dann aber die ersten Jahre noch so, dass mein Vater sich alleine bewegen konnte, waschen, anziehen und so. Das ging dann aber irgendwann, wurde das immer schlechter und dann ging das halt los, dass er auch gewaschen werden musste. Und ja, und dann was jetzt, ne? Und ich kann ja nicht mein Leben aufgeben. Du musst 24 Stunden da bleiben, du musst auch in der Nacht da bleiben. Du kannst ja gar nicht mehr weg, du kannst ja nicht mal mehr zum Einkaufen. Na, und habe mich dann für so eine 24-Stunden-Pflegekraft entschieden. Die Kosten belaufen sich über 4.000 Euro jeden Monat. Und der bekommt 947 Euro von der Krankenkasse. Und ich kann meinen Job nicht an den Nagel hängen für 947 Euro. Und man hat Angst, in diesen Zustand zu kommen, den man ja täglich vor Augen hat. Also ich rechne nicht damit, dass meine Kinder mich pflegen werden, wenn ich pflegebedürftig bin. Ich glaube, das ist nichts, was man als Selbstverständlichkeit voraussetzen kann.